Hallo zusammen, hier eine Aufgabe zum Thema Gewinnschwelle bzw. Break-Even-Point. Wie immer könnt ihr das Video an dieser Stelle anhalten und die Aufgabe lösen. Schauen wir uns gemeinsam die Lösung an. Ermitteln Sie die kurzfristige Preisuntergrenze für das obige Erzeugnis. Die kurzfristige Preisuntergrenze sind die Stückkosten. Also genau das, was mich ein Produkt kostet an Stückkosten zum Herstellen, das ist die kurzfristige Preisuntergrenze. Keine Berücksichtigung finden hier die Fixkosten. Dementsprechend nehmen wir das Fertigungsmaterial, die Fertigungslöhne, die Sondereinzelkosten der Fertigung und die Spezialpackung, rechnen das zusammen und das ergibt 40 Euro pro Stück. Das ist die kurzfristige Preisuntergrenze. Teilaufgabe B: Berechnen Sie den Verkaufspreis, der angesetzt werden muss, wenn bei Vollauslastung mindestens Kostendeckung erreicht werden soll. Zur Kostendeckung gehören nun jetzt auch die Fixkosten dazu. Das heißt, ich habe meine kurzfristige Preisuntergrenze plus meine Fixkosten pro Stück und das ergibt meinen Verkaufspreis, damit ich keinen Verlust mache. Die 40 haben wir bereits berechnet. Jetzt geht es noch darum, wie kann ich die Fixkosten auf die Stückzahl umlegen. Wir haben 45.000 Euro pro Monat Fixkosten und 2.000 Stück. Das heißt, 45.000 geteilt durch 2.000 ergibt 22,5 plus die 40 von den variablen Stückkosten ergeben 62,5 Euro pro Stück. Das muss ich als Preis nehmen, damit ich keinen Verlust bei Vollauslastung mache. In C: Die Geschäftsleitung möchte den Break-Even-Point bei einem Beschäftigungsgrad von 75% erreichen. Bestimmen Sie den Stückpreis, der dazu erforderlich ist. Zuerst müssen wir herausfinden, was 75% von 2000 Stück sind. Das erhalten wir, indem wir sagen, Beschäftigungsgrad ist gleich Istmenge durch Maximalmenge. In unserem Fall 75% ist gleich die X, die Istmenge, geteilt durch 2000. 2000 mit mal auf die andere Seite. Dementsprechend bekomme ich eine Menge von 1500 Stück. Das ist die Menge für einen Beschäftigungsgrad von 75%. Wir wissen, bei der Gewinnschwelle bzw. beim Break-Even-Point sind die Erlöse gleich den Kosten. Das heißt, ich habe 1500 Stück, die ich zu einem Verkaufspreis verkaufe. Das ergibt meine Erlöse, ist gleich den Kosten für diese 1500 Stück. Die 45.000 haben wir oben als Fixkosten, die 40 haben wir in Teilaufgabe A berechnet. Also fehlt uns in dieser Gleichung nur das P, den Preis, den wir auch berechnen wollen. Rechnen wir zuerst 40 mal 1500 ergibt die 60.000. 45.000 plus 60.000 ergibt die 105.000. Die 105.000 geteilt durch die 1500 auf der anderen Seite ergeben 70 Euro. Kommen wir zur Teilaufgabe D. Ermitteln Sie das Betriebsergebnis pro Monat bei einem Beschäftigungsgrad von 85%, also 10% mehr als vorher, und einem Stückdeckungsbeitrag von 48 Euro. Ein Beschäftigungsgrad von 85%, da können wir wieder die gleiche Formel nehmen wie in Teilaufgabe C, ergibt ein X von 1700 Stück. Die werden
bei einem Beschäftigungsgrad von 85% produziert und verkauft. Wie hoch ist der Preis? Der Preis ergibt sich aus den variablen Stückkosten plus dem Stückdeckungsbeitrag. Der Stückdeckungsbeitrag hat den Gewinn und die Fixkosten im Bauch. Dementsprechend 40 plus 48 ergibt 88 Euro als Verkaufspreis. Setzen wir das in unsere Formel ein. Gewinn ist gleich Erlös minus Kosten. Die Erlöse sind 1.700 mal 88. Die Kosten sind 45.000 plus 40 mal 1.700. Jetzt die 1.700, weil wir die gerade als im Beschäftigungsgrad errechnet haben. Das ergibt 68.000. Vorne die 1.700 mal 88 ergeben die 149.600 minus die 45.000 minus die 68.000 ergibt 36.600 Euro pro Monat als Betriebsergebnis.